Die meisten Zuschauer verliert man innerhalb von 5 Sekunden. Jetzt haben wir noch 3, 2, irgendwie eine und jetzt legen wir los. Herzlich willkommen bei meinem Kanal und bei Mighty Max. Mighty Max ist so eine Art Polly Pocket, nur für Jungs und in cool. Ist eine Marke von Bluebird Toys und gab es so von 1992 bis 1996. Es ist jetzt kein reines Faktenvideo, ich will euch mein Spielzeug zeigen. Nein, ich habe noch jede Menge davon. Das sind jetzt die vier, mit denen ich hauptsächlich gespielt habe damals meiner Kindheit. Auch alles meine eigenen. Ja, wessen sonst? Deswegen fehlt da einer. Ich will ihn noch irgendwann mal nachkaufen, aber ja, ich zeige es euch gleich. Wir fangen einfach mal an. Ich habe jetzt auch jede Menge Strahler aufgestellt, damit es noch ein bisschen heller wird, weil gerade weil wir im Nahbereich sind. Ich habe jetzt sogar so ein Ringlicht noch mal aufgestellt. Also Lichter habe ich jede Menge, Mikrofon jede Menge. Heißt nicht, dass der Kanal super ist, aber. Wir legen einfach los, oder? Wir legen los. Ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt. Warte, warte, ich muss ja den Fokus einstellen. Ich hab's gleich. Ach, ich werde noch ein Profi. Das ist quasi, ich habe es gegoogelt. Conquest of the Temple of Venom. Ist von der Serie 1. So viel zu den Fakten. Mehr kann ich nicht sagen. Es ist eine Schlange. Und es ist eine coole Schlange. Also wie gesagt, als Kerl, ein Junge, ne, also, war das so wow, cool. Ne? Also ich habe auch nie Werbung davon gesehen. Ich bin damals einfach im Spielzeugladen und dann, oh cool, will ich haben. Ne? Obwohl ich nie auf Horror stand. Ne? Also viele Viecher von denen, oder Figuren, Formen, Welten, sind eher in Richtung Horror. Ist nie mein Fall gewesen, aber ich mag diese Spielzeugwelt. Wir bauen mir klappen einfach auf. Ich rede ja viel zu lang schon wieder. Oh, ich wechsle Perspektive. Noch besser. Willkommen in der. Achso, ja, ich habe gesehen, was passiert ist. Ne? Das klappt man auf. Und er ist umgefallen. Falls was zerkratzt wirkt, ja, es wirkt zerkratzt. Das kann man, Schlangenkopf kann man aufmachen. Ah, ein bisschen zurechtbiegen. Ah, das war ein bisschen verkehrt. Okay, ich hab's. So, das ist die kleine Welt. Das ist der kleine Mighty Max. Der ist ein bisschen zerkratzt, aber wartet, ich krieg das hin. Yay! Das ist unser kleiner Mighty Max. Tatsächlich, wenn man mal ein bisschen rumgoogelt und sich guckt, welche Originalfiguren in den Spielen drin waren, ich glaube, die Firma hat tatsächlich einfach bei jeder Packung einfach mal eine andere Figur reingedonnert. Es gibt so viele original verpackte Sets und immer ist eine andere Mighty Max-Figur. Also, ich persönlich mag die Figuren. Wir werden es auch nochmal sehen. Es gibt noch ein paar Sets, wo die Figuren älter wirken, aber auch da gibt es wieder Sets, wo die ältere Figuren reingepackt haben und jüngere Figuren. Warte, ich kann nicht einfach reden und dann was nicht zeigen. Guck mal, das ist eine ältere Figur. Also, die wirkt erwachsener, sagen wir es mal so. Ne? Also, guck mal, wie stämmiger Kerl. Ne? Sind handbemalt. Ich meine, damals in der Welt war alles handbemalt. So eine Maschine gab es einfach gar nicht. So, was haben wir noch? Es sieht, oh, warte, ist die im Fokus? Ist halt für mich jetzt noch ein neues Experiment, gerade so Nahbereich. Ich meine, ganz ehrlich, wie detailverliebt das ist. Ich muss jetzt ständig den Fokus neu setzen, irgendwann kriege ich sie gebacken. Ja, das ist, die bewegt sich nicht, aber die ist einfach fest dran. Und hier haben wir eine kleine Höhle, die ich nicht aufkriege. Na, wirst du wohl da reingehen? Da wäre jetzt nur eine kleine Mumie drin. Ist aber auch also im Prinzip, warte mal, jetzt machen wir es wieder zu. Clever. Warte, der Haken muss da rein. Zack, Mighty Max, komm her. Im Normalfall beginnt man das Spiel hier. Also im Normalfall ist es Spielzeug, ne? Es gibt keinen Normalfall. So, der entdeckt diese Höhle und dann. Wow! Was hat er drin? Und dann kommt er da. Da ist er. Habe ich alles umgeworfen? Hat alles funktioniert, ne? Ja, also da kommt er dann raus. Also hier gibt es überall Stolperfallen. Ne? Also man kann mit den kleinen Mighty Max hier auch hinten langlaufen und dann. Wah, Schlangengrube. Alle tot. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Für Kinder ist das schon creepy und Horror. Ne? Also dazu dieses. Dieser miese, miese Skorpion, wartet, ich zoome euch den mal ein bisschen ran, das kriege ich bestimmt hin. Ich meine, ganz ehrlich, ne? Wenn der nicht mal mies und brutal aussieht, ja, also, boah. Dumme Gerüche gemacht. Check. Also, ich gucke auch mal, was da drin ist. Wo habe ich jetzt den Fokus gesetzt? Ich musste ihn wieder setzen. Ah, das ist super. Aber ich setze ihn lieber manuell. Ja, da passt er, glaube ich, nicht rein. Nee, da passt Mighty Max nicht rein. Zu groß.
Machen wir wieder zu. Zack. Setzen Mighty Max hier auf. Also ich habe damit als Kind halt wirklich gespielt. Deswegen sieht es bespielt aus. Das ist auch völlig okay. Ich würde es auch nicht neu haben wollen, weil es ja meins. So, eine kleine Schatztruhe. Kann man auch mit Mighty Max reingehen. Dann, oh, cool, Schatz. Weg ist ab. Irgendwie bräuchte ich in meinen Videos, glaube ich, Mio Musik, oder? So. Dam, dam, dam. So. Also ist jetzt Spielwelt 1. Zack, klappen wir wieder vorsichtig zu. Zack. Und das konnte man dann einfach so in seinen Rucksack schmeißen als Kind und es fällt halt nichts raus. Man hat immer eine kleine Spielwelt dabei und Mann, habe ich damit gespielt. Es gab die auch in klein. Da ich jetzt nicht den Namen zu, weil es ist für mich einfach Vampir-Spielzeug. So. Hinten steht auch immer drauf, ja, von welcher Firma und auch 1992. Das muss jetzt auch Serie 1 quasi sein. Also so viel habe ich mich ein bisschen eingelesen. Ja, das steht. So, wir klappen auch das hier auf. Das ist so ein kleines Spielwelt. Die war ein bisschen kleiner, ein bisschen günstiger. Für das kleine Mitbringsel, für die Kinder. Mit einer miesen Fledermaus. Auch Fokus setzen oder was? Ich versuche den mal, ich setze den mal auf Auto und hoffe, dass der... Hallo. Hier wäre es ungefähr. Okay, ja, scharfe Fledermaus. Ja, überall Blut. Das ist, ja, ganz ehrlich. Okay, jetzt setze ich den Fokus manuell. Ja, also es ist schon eine richtig Katakombe. Es ist eine richtige Katakombe. Also die haben das aber auch echt gut gemacht, ne? Okay, ein bisschen viel Blut für mich. Ja, ich meine, der kleine ängstliche Kerl steht da in der Lache von Blut, ne? Also... Es gab übrigens auch eine Zeichentrickserie dazu. Habe ich nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland erschienen ist. Ich sag einfach mal nein. Vielleicht ja. Vielleicht werde ich sogar einblenden. Ich kann ja währenddessen mal hier irgendwie hier links oben so einen Trailer davon laufen lassen. Das kriege ich bestimmt hin. Ja, Steven, setz dir Aufgaben. Wie das Blut... Okay. So, das waren so meine ersten... Dann hatte ich das hier, damit hatte ich wirklich am meisten gespielt. Also das, deswegen, falls was zerkratzt aussieht, ne, damit habe ich eigentlich einfach nur gespielt. Gespielt. Da war noch Mighty Max. Klar, ist bei jedem Set dabei. Also es ist im Prinzip ein kleines Raumschiff. Das gibt es auch in grün, das gibt es in zwei Farbvarianten. Ich habe nur die bisher gesehen, ist gut. Im Laden hatte ich damals nur die gesehen. Ich weiß gar nicht, ob in Deutschland die andere Variante auch erschienen ist. Sieht tatsächlich ein bisschen kitschiger aus. Hinten ist auch so ein Blaster drin. Ja, wie gesagt, kann so Raum. Ist ein Raumschiff. So ein Wolfsraumschiff. Ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Wolfship 7 Dome Zone. Ja. Doom Zone. Jedenfalls, das ist die kleine Spielwelt. Hier sind auch zwei kleine Aliens mit bei. Der hier, der hat einen eingeschränkten Arm und einen, der so, naja, ich würde sagen, nicht Hallo sagt, aber die sind bestimmt nicht freundlich, weil es ja quasi ein kleines Horrorspiel. Den setzen wir mal da rein. Und bei dem fehlt ein Arm. Ich habe das Set tatsächlich noch mir mal, also ich habe mal ein kleines Konvolut gekauft, da war das Set nochmal mit bei, aber tatsächlich, falls ich irgendwie tausche oder das verkaufe, behalte ich den kaputten, weil es ist halt meiner. Ne? Also da geht es mir nicht darum, ob es ganz oder heil ist oder ob es schön aussieht, es ist halt meins. Damit bin ich aufgewachsen, das gebe ich nicht mehr her. Jedenfalls, also mit dem habe ich so oft gespielt, mit dem Set. Also immer mit einem anderen Mighty Max. Deswegen, ich könnte nie die Garantie sagen, welcher wirklich dabei war. Okay, der Rosane, da weiß ich, der war hier mit bei. So viel weiß ich. Der Rest, den habe ich selber durchgetauscht. Den habe ich durchgetauscht. Ich weiß, der kann hier so rumfliegen. Die können ihn jagen. Können hier mit der Kanone hinten abschießen. Das ist halt Hammer. Hey, ich bin mit dem Ding die ganze Zeit in meinem Zimmer rumgerannt. Wie ein Irrer. Aber ich hatte Spaß. Wie ein Irrer. Ja. Jetzt weiß ich wahrscheinlich, wie der kaputt ging. So, wir machen mal vorsichtig. Oh, dann sind wir ja schon bei den letzten heute. Ich mache bestimmt noch mal ein Video, wo ich mal andere zeige, aber ich will das Video jetzt nicht elendig in die Länge ziehen. Keine Sorge, ich halte keine Werbung. Hätte ich am Anfang sagen sollen. Das ist jetzt nicht, dass ich auf irgendeine Grenze kommen will, aber ich möchte auch niemand langweilen. Also, der war, glaube ich, schon deutlich später von der Saison her. Was haben wir hier? Steven kann nicht lesen. Ich gucke durchs Handy. Das ist wahrscheinlich nicht immer clever. Da steht 93, glaube ich, ne? Ja, 93. Wieder Fokus setzen.
Also der sieht schon richtig detailliert aus, ne? Also, und ey, die Farbe und also. Ich meine, und das Ding ist alt, ne? Also, wie sich das Ding gehalten hat. Und ich habe gespielt. Also. So, wir machen jetzt mal auf. Da haben wir noch ein Mighty Max. Auch mit der Waffe, allerdings jünger. Siehst du, wir können dann mal jetzt aber einen schönen Vergleich vorher. Da setzen wir den Autofokus hin. Tada! Ich könnte ja eigentlich mit Zoom arbeiten, ne? Na, mach ich beim nächsten Video. Im Prinzip selbe Pose, anderer Mighty Max. Ich persönlich mag die mit den großen Augen. Ich finde die wirken total sympathisch. Nichts gegen dich, hab nichts gegen dich. Oh. So, den setzen wir jetzt wieder hin. Der versteckt sich. Setzen wir in den Fokus. Genau. Und machen auf. Weil hier ist richtig viel zu entdecken. Also in meiner Welt, in meiner kleinen Welt. Hier mal zwei Oktopusse. Ja, ich habe Spaß dran. Und ein. Ah, super. Ich sollte echt mehr zoomen. Das mal, wie gesagt, das mache ich beim nächsten Video. Da fixiere ich einmal den Fokus und dann arbeite ich mit Zoom. Ich kann es ja eigentlich. Der hat so eine kleine. Das ist eine Harpune. Kann sich auch drehen. Alles. Guckt euch an, wie detailliert das Ding ist. Ich meine, gut, eine Muschel, ne, eine Schatzkiste. Aber im Prinzip kann der Mighty Max hier rausgehen. Zack, wir machen hier wieder zu. Und der schnappt sich die Rückenflosse von den großen Hai. Dann klappen wir den auf. Tada! Setzen wir die Max drin. Deswegen habe ich die durchgetauscht, weil der guckt jetzt natürlich zur Seite. Aber der kann jetzt gejagt werden von dem bösen Typen mit dem. Warte. Typen gejagt werden. Oh, mein Handy schneidet gerade wieder. Okay, gut. Der kann jetzt von den Typen gejagt werden und mit diesem kleinen Rochenraumschiff. Fliehen und wird gejagt von allen Zeug. Und dann kann man als Kind durch die Wohnung rennen und die Leute retten. Und hat dann seinen Spaß seines Lebens. Und man hat ihn immer dabei. Das ist, ich weiß nicht. Deswegen, ich glaube, daher kommt auch meine Begeisterung für Handhelds. Ich liebe Handhelds. Ne? Immer was Kleines zum Spielen dabei. Ich glaub, das ist so die Anfänge. Ich glaube, das YouTube hier ist für mich ein psychologisches Experiment. Ich weiß nicht, das sieht so detailliert und so krass aus. Ne? So alles einfach so rustikal. Ach, ich weiß nicht. Ich bin leicht zu begeistern. Ich wechsle mal die Perspektive. Das mache ich jetzt beim laufenden Betrieb. Hui. Es gibt nämlich auch Computerspiele. Oh, Computerspiele, ja. Ein Computerspielsystem. Mighty Max für Mega Drive. Das habe ich mir tatsächlich jetzt letztens erst gekauft. Ich will mir jetzt auch mal die Super Nintendo-Variante holen. Habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ich weiß noch nicht, wann ich es mache. Ich werde es vielleicht mal aufnehmen. Vielleicht interessiert es euch ja auch. Es gibt, wie gesagt, Notfall ist auch gut. Es gibt bestimmt tausende von Let's Playern, die das mal drin hatten. Aber ich bin echt selber gespannt, wie das Spiel ist. Also, das jetzt auch in den größeren Welten gibt es die Figur. Wie gesagt, basiert ja auf einer Zeichentrickserie. Ne? Da kennt man wahrscheinlich dann alle Figuren. Aber bin gespannt. Sieht gut aus. Und es hat einen Zwei-Spieler-Modus. Will jemand mit mir spielen? Da ja niemand von meinen Leuten weiß, dass ich bei YouTube Blödsinn mache, wen frage ich denn da? Aber es, ja. Ich bin echt gespannt. Ich habe keine Anleitung. Ich werde alles rausfinden. Yay! Okay, das war's eigentlich schon. Das war Mighty Max. Mighty Max. Ja, die Dinger sind schon irre. Guti, ich will es nicht in Länge ziehen. Das war so ein bisschen Mighty Max, was ich ja gerade eben gesagt habe. Ich habe noch ein bisschen mehr Sets davon und werde die bestimmt auch mal in die Kamera halten. Mal gucken. Ich will ja versuchen, Freitag, Samstag, Sonntag ein Video zu machen. Vielleicht kommt das nächste Freitag, wer weiß. Also Mighty Max Freitag, wer weiß. Mal gucken. Oder ich mache halt wirklich das, was mir gerade einfällt. Und das war jetzt heute mal Mighty Max. Ich habe jede Menge Spielzeug aus meiner Kindheit. Ich habe irgendwie alles auf. Nicht Messi-mäßig, also ich schmeiße auch Dinge weg, aber nichts, was ein Gesicht hat. Auch nicht, was ein böses Gesicht hat. Das sieht echt mies aus. Ne? Wartet, wartet, wartet. Okay, bevor ich noch weiter komische Geräusche mache, winke ich in die Kamera und sage bye-bye und tschüss und mir hat Spaß gemacht. Also das ist der Hauptgrund. Das ist für mich das Wichtigste an YouTube. Mir soll Spaß machen. Und wenn ich, glaube ich, Spaß habe, dann gibt es bestimmt noch, wenn mindestens einen, der auch Spaß dran hat.
Oder der sich auch sagt, Mighty Max, boah, es war cool. Und die eBay-Preise steigen. Yay! Ja. Falls ihr sowas holt, die eBay-Preise sind wirklich gestiegen. Ich habe eigentlich schon Tschüss gesagt, ne? Die eBay-Preise sind extrem gestiegen. Die Sets werden immer seltener. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich Kleinanzeigen, eBay und Flohmärkte würde ich, schwierig. Also, keine Ahnung. Auch selbst an diese kleinen Viecher ranzukommen, ist mittlerweile auch schon ein bisschen, also es wird teurer, dann verkaufen die Leute, die ja nicht einzeln, was ich verstehe, weil, warum? Also, nur weil ich einen brauche, will ich ja kein anderes Set auseinanderbauen. Habe ich ja wieder ein halbes. Gut, okay. Dann, jetzt sage ich mal wirklich Tschüssi. Ich drücke auch gleich auf Stopp. Steven, ich drücke auf Stopp. Okay. Ciao, ciao, macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und super schönes Wetter. Ich wünsche euch ein super Wetter. Ciao, ciao, macht's gut.